herzlich willkommen zu einem weiteren FAQ-Video. Um ein Wingstabi oder ein ähnliches Gerät, welches über keinen integrierten Empfänger verfügt, mit einem Multiplex M-Link-Empfänger zu verbinden, muss dieser auf das digitale serielle Servosignal SAXL eingestellt sein. Alle telemetriefähigen Empfänger aus dem Hause Multiplex können auf SAXL umgestellt werden. Die zwei Flex-Empfänger aus unserer Empfängerserie liefern das SAXL-Signal standardmäßig aus. Um den M-Link-Empfänger auf SAXL umzustellen, gehen Sie wie folgt vor. Starten Sie den Multiplex-Launcher. Verbinden Sie das Multiplex-USB-Kabel mit dem Empfänger und versorgen Sie diesen mit einer geeigneten Spannungsquelle. Ein wichtiger Hinweis: Der Sender muss ausgeschaltet sein, wenn Sie den Empfänger mit dem USB-Kabel verbinden. Der Empfänger wird automatisch erkannt. Kontrollieren Sie als erstes, ob Sie die neueste Empfängersoftware installiert haben. Führen Sie gegebenenfalls gleich ein Update durch. Wählen Sie Einstellungen aus. Am Ende der Liste finden Sie weitere Einstellungen, Optionen. Wählen Sie hier SAXL aus. Übernehmen Sie die Einstellungen und senden danach die Daten in den Empfänger. Nach dem Verlassen der Einstellungen durch Beenden ist der Empfänger nun für das digitale serielle Servosignal SAXL eingestellt. Ihr Empfänger liefert nun an der BD-Buchse das Multiplex SAXL-Signal. Das Wingstabi oder auch andere RC-Komponenten können dieses Signal nun nutzen. Vielen Dank und auf Wiedersehen, Ihr Multiplex-Team.